Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns dem Thema Cheerful Candle. Die haben nämlich Mitte November einige neue Düfte auf den Markt gebracht. Das sind Frühlingsdüfte dabei, Sommerdüfte, Herbst und Winter, also die volle Bandbreite. Ich habe zum Black Friday da zugeschlagen, habe mir insgesamt 13 Stück bestellt, also 11 Clamshells und 2 Kerzen. Die gab es zu dem Zeitpunkt nämlich nicht als Clamshell und ich war mir aber ziemlich sicher, dass mir die gefallen werden. Deswegen habe ich es gleich riskiert und als Kerze bestellt. Ja, ich habe nicht alle bestellt. Ich glaube 5 oder 6 Sorten habe ich ausgelassen. Die fand ich jetzt nicht ganz so spannend. Aber die, die ich hier habe, die werde ich euch jetzt vorstellen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, und dann starten wir mit dem ersten, mit dem Aston Berry. Das Label hier ist richtig winterlich mit diesen verschneiten Beeren, also das gefällt mir echt gut. Wachsfarbe ist so rot. Die Duftbeschreibung sagt hier, so, Aston Berry ist die Kombination einer knackig frischen Cranberry, Zitrusfrucht und holziger Birke mit einem Hauch von Vanillemoschus, Tonka und Zeder. Dann schauen wir mal, was der hergibt. Ich rieche auf jeden Fall etwas fruchtig-bäriges. Das sind diese Cranberries. Dann kommt gleich dazu etwas Holziges, diese Zeder. Könnte auch etwas von einer Birke sein, aber eher so zedernmäßig. Also das ist eher dominanter als die Birke. Also so Vanillemoschus rieche ich jetzt nicht, aber das wird so im Hintergrund ein bisschen mitspielen und mitschwingen. Für mich ist das angenehm nach Zeder und nach Cranberries. Er erinnert mich ein bisschen im Ansatz an den Red Berry and Cedar von Yankee Candle, der Aston Berry. Also er geht in so eine Richtung, ist jetzt nicht hundertprozentig ident, aber wenn ihr den kennt, dann wisst ihr, in welche Richtung es bei dem Aston Berry geht. Ja, und den mag ich. So, dann machen wir jetzt gleich weiter mit dem zweiten, mit dem Amber Waves of Grain. Hier ist die Wachsfarbe so ein Braun. Herbstlicher Amber mit einem Hauch von Ingwer, Zimtrinde und Koriander, vermischt mit Sandelholz und Moschus. Das erwartet einen hier bei dem Duft, bei dem Amber Waves of Grain. Und ich rieche hier auf jeden Fall gleich mal ganz dominant diese ganzen parfümigen Komponenten heraus. Ich rieche Amber, ganz stark Sandelholz, auch diesen Moschus, also die Spur von Moschus ist dabei. Und witzigerweise rieche ich die ganzen Gewürze eher fast gar nicht. Also ich rieche hier keinen Ingwer heraus, keine Zimtrinde, keinen Koriander. Sondern für mich ist es eher ein parfümiger Duft, der nach Amber, Sandelholz und eben nach dem Moschus riecht. Ist ein bisschen eher maskulin angehaucht. Ja, der ist ziemlich schön und überrascht mich ganz positiv auch, der Amber Waves of Grain. Aber von Gewürzen rieche ich hier nichts. Dann der nächste ist jetzt ein Frühlings-Sommerduft. Der Butterflies. Da sind Schmetterlinge auf dem Label oben und auch bei Yankee Candle gab es ja den Beautiful Day mit Schmetterlingen oben. Hier ist die Wachsfarbe so ein Blau, also so ein knalliges Blau. Und hier sagt die Duftbeschreibung beim Butterflies. Ein sommerlicher Blumenstrauß aus Gänseblümchen, Pfingstrosen und Zapfenblüten mit einer Mischung aus frischer Bergamotte und Eisenkraut und einem Hauch von warmer Vanille und Sandelholz. Dann schauen wir mal, wie der denn riecht. Zuerst einmal, er erinnert mich an einen Duft, ich bin mir aber nicht sicher an welchen, aber ich bilde mir ein, ich habe diesen Duft in der gleichen Form schon mal gerochen. Also der kommt mir sehr vertraut vor, der Duft. Ich rieche hier diese floralen Komponenten. Schauen wir uns die mal an. Zapfenblüten, da weiß ich jetzt nicht mal, was das sein soll. Aber Gänseblümchen rieche ich hier auf jeden Fall nicht heraus. Vielleicht Pfingstrose, so im Ansatz. Er riecht auf jeden Fall floral. Dann haben wir noch die Bergamotte und das Eisenkraut. Er hat einen leicht, ganz leicht zitrischen Einschlag, aber das ist so eingearbeitet mit dem Floralen. Und diese warme Vanille und das Sandelholz, also
Das mildert ihn ab und dieses Sandelholz macht ihm auch wieder eine leichte Spur parfümig, ohne dass er jetzt zu stark parfümig interpretiert ist. Er bleibt schon ein bisschen floral angehaucht, mit ganz angenehm etwas Zitrisches dabei. Und durch dieses Sandelholz abgemildert und abgerundet. Ja, also das ist definitiv ein schöner Frühlingsduft, der Butterflies. Also der hat mich jetzt auch ganz positiv überrascht. Also finde ich schön. So, dann habe ich hier jetzt den Pumpkin Chutter. Da ist ein Kürbisheißgetränk auf dem Label. Zimtstangen, Kürbisse, also vom Label her wirklich ein Traum, also so schön herbstlich. Die Wachsfarbe hier ist ein Braun. Reichhaltiger Kürbis und geröstete Kokosnuss vermischt mit feinen Noten von Zimt, Nelken und Muskatnuss. Das sagt hier die Duftbeschreibung. Und dann schauen wir mal. Also der riecht sehr, sehr lecker. Das ist wieder ein Kürbisduft, den ich mag, den ich total mag. Er erinnert mich gleich mal an den Pumpkin Pie von Yankee Candle. Ich rieche hier diese ganzen Kürbis-Pumpkin-Spice-Gewürze heraus. Zimt, Nelken, Muskatnuss. Die Kürbisnote ist hier perfekt ausbalanciert. Geht nicht in eine Maggi-Richtung. Allerdings, ich rieche hier nichts von einer gerösteten Kokosnuss, im kalten Zustand zumindest. Also vielleicht kommt ja da die Kokosnussnote dann warm durch, aber hier jetzt rieche ich von einer Kokosnuss nichts. Also wer den Duft gerne bestellen würde aufgrund der Kokosnussnote, also die riecht man hier jetzt im kalten Zustand nicht, sondern der geht eher in die Richtung vom Pumpkin Pie von Yankee Candle, den ich übrigens auch sehr mag und deswegen finde ich den auch wunderschön, diesen Pumpkin Chutter. Also das ist auch wieder so ein richtig toller Kürbisduft für mich. Dann habe ich hier den Moonlit Walk. Da ist ja das Label auch wieder ganz wunderschön mit diesem Mondlicht-Spaziergang im Waldstück. Also das Label ist so richtig, das lädt zum Träumen ein. Die Duftbeschreibung sagt hier, ein berauschender Duft von sanftem Regen, Jasmin, Veilchen und Hyazinthe mit einem Hauch von Sandelholz und Vetiver. Dann schauen wir mal, was der hergibt. Also ich rieche hier eine floral-grüne Note. Also Veilchen würde ich jetzt nicht herausriechen, aber so eine Mischung bei dem Floralen aus Jasmin und Hyazinthe. Dieser sanfte Regen gibt ihm ein bisschen etwas Frisches, etwas sehr Frisches. Also der Duft eignet sich, finde ich, hervorragend zum Frühlingsanfang oder auch an einem lauen Sommerabend. Vetiver und Sandelholz, das mildert den auch wieder ab und macht ihn ein bisschen parfümig. Also es ist kein rein floraler Duft, sondern auch wieder ganz leicht parfümig interpretiert. Also ich finde den spannend und auch richtig schön. Also ja, also den mag ich auch, den Moonlit Walk. Machen wir weiter mit dem My Sweet Clementine. Das ist ein Clementinenduft. In Orange, hier das Wachs und die Duftbeschreibung sagt bei dem, das warme Aroma von saftigen Clementinen und frischen Äpfeln in Nelken mit Zimt und einem Hauch von Zeder und Moschus. Also ihr seht schon, laut Duftbeschreibung kein reiner Clementinenduft. Und man riecht hier zuerst mal natürlich, und so soll es auch sein, die Clementinen. Dann schwingt gleich im Hintergrund eine leichte Apfelnote mit, von roten Äpfeln und man riecht auch diese Gewürze, also man riecht Nelke und Zimt. Das schwingt mit im Hintergrund, das kann man definitiv herausriechen. Deswegen ist dieser Duft auch eher, finde ich, herbstlich oder winterlich durch diese Zimtnote und durch diese Nelkennote.
Also den würde ich definitiv eher nicht im Frühling oder im Sommer testen, sondern eher in der kalten Jahreszeit. Aber der ist wirklich wunderschön fruchtig und dieser Apfel passt da auch hervorragend hinein und diese Gewürze, der My Sweet Clementine. Also den mag ich kalt geschnuppert wirklich sehr gerne. Dann habe ich hier den Rise and Shine. Da ist auf dem Label ein Hahn, im Hintergrund ein Bauernhof. Die Wachsfarbe hier ist knallgelb. Und die Duftbeschreibung sagt bei dem, so, ein wunderbarer Mix aus Obst und Zitrusfrüchten vom Bauernhof zusammen mit Zimt und warmen Haferflocken, gesüßt mit einem Trio aus Vanille, Mandelmilch und Zuckerrohr. Also sehr vielschichtig, was da alles drinnen sein soll. Und ja, also man riecht eine Obstnote, obwohl es ist eher so wie ein Obstkorb. Also all das Obst, was der Bauernhof so hergibt, ein bisschen etwas vom Pfirsichen, ein bisschen Apfel. Die Zitrusfrüchte rieche ich hier jetzt nicht heraus. Dann, es kommt eine ganz leichte Zimtnote durch. Und ich rieche hier Mandelmilch heraus. Vanille, das rundet den auch wieder ab, das macht ihn ein bisschen süß. Aber so Zuckerrohr, Haferflocken rieche ich jetzt hier nicht heraus. Das kann sich natürlich im warmen Zustand ändern. Ich finde diese Mischung aus Obst, Mandelmilch, Zimt, ich finde das ein bisschen schräg, würde ich sagen. Also ich lasse mich überraschen, wie der dann warm ist. So kalb geschnuppert finde ich ihn ganz okay. Es ist eine sehr interessante Mischung. Er gefällt mir aber jetzt nicht hundertprozentig, muss ich auch dazu sagen. Also kalt geschnuppert ist jetzt nicht hundertprozentig mein Duft. Ich werde ihn auf jeden Fall antesten und werde euch dann auch berichten, wenn es soweit mal ist. Der Rise and Shine. Auf jeden Fall eine sehr vielschichtige Mischung ist das. So, dann geht es jetzt weiter mit dem Spice of Life. Das ist so grünes Wachs. Hier sagt die Duftbeschreibung. Eine exotische Mischung aus holzigem Pfefferkorn, Zitrusfrüchten, Hanf und Koriander beim Spice of Life. Und ich würde sagen, es geht definitiv in eine maskuline Richtung. Maskulin, exotisch, parfümig. Also das könnte, finde ich, ein Parfum sein, ein Herrenparfum. Hanf, Koriander rieche ich hier jetzt nicht heraus. Pfefferkorn. Es hat eine leichte Pfefferkornnote durch diese Zitrusfrüchte. Ist es auch wieder ausbalanciert. Es ist kein reiner Zitrusduft. Und auf jeden Fall, es steht in der Duftbeschreibung exotische Mischung und ich würde sagen, ja, es ist wirklich exotisch, orientalisch, parfümig, maskulin, aber überraschend. Also das gefällt mir auch richtig gut in der Kombination, das Spice of Life. Den finde ich auch wirklich gelungen. Dann habe ich hier jetzt den Vintage Cottage. Da ist auf dem Label eine Eingangstür mit, ja, flankiert von Blumen. Das ist auch so schön frühlingshaft, finde ich. Die Wachsfarbe hier ist spannenderweise grau. Und die Duftbeschreibung sagt, eine wohltuende Mischung aus Apfelholz und Früchten mit einem Hauch von Eukalyptus. Dann schauen wir mal. Ich rieche hier etwas von Apfel heraus, aber der Apfel ist sanft, also es ist keine dominante Apfelnote vorhanden, sondern zuerst kommt mir mal die Apfelnote, eine sanfte Apfelnote entgegen. Dann rieche ich noch etwas Frisches heraus, das ist dieser Eukalyptus. Der macht den Duft ein bisschen wässrig, als wäre es ein wässriger Apfelduft. Es ist ein sehr sanfter Duft, also wirklich an einem Frühlingstag passt der hervorragend, finde ich. Oder auch an einem der ersten Sommertage. Da kann ich mir den wirklich ganz gut vorstellen. Diesen Vintage Cottage ist auf jeden Fall fruchtig und frisch. Und das in einem vereint. Der Vintage Cottage. Also den finde ich auch sehr angenehm. Und
Als nächstes habe ich hier den Spiced Acorns. Da ist ein Kübel, aus dem die Kastanien herauskullern, im Hintergrund herbstliche Blätter. Wachsfarbe ist ein dunkles Braun, also auch wieder sehr herbstlich interpretiert. Die Duftbeschreibung sagt, herbstliche Eicheln und geröstete Kastanien mit süßem Zucker überzogen, Pralinen, Zimt und Piment. Und ich rieche hier etwas sehr Zuckriges auf jeden Fall, geht ein bisschen in die Foodie-Richtung. Ich rieche Kastanien, ich rieche Pralinen. Also der hat auch wieder diese Pralinennote, die schon von Yankee Candle dieser Halloween-Duft heuer hatte. Ich rieche eine Zimtnote, ich rieche eine Pimentnote. Auf jeden Fall Kastanien, süß, zuckrig, die Pralinennote. Also wunderschön, geht auch definitiv in eine Foodie-Richtung. Ist einfach ein klassisch schöner Herbstduft. Spiced Acorns. Und als letztes Clamshell habe ich hier den Pumpkin Cornbread. So sieht das Label aus und hier die Wachsfarbe dazu. Da sagt die Duftbeschreibung, ein frischer Kürbis und Maismehl leicht mit Zimt gewürzt. Dazu feine Nelken und sanfte Noten von Muskatnuss. Da war ich auch gespannt, wie Kürbis und Maismehl wohl mit in Kombination ist. Und auch wieder sehr, sehr lecker, also ein richtig angenehm, schöner Kürbisduft. Man riecht den Kürbis, man riecht die Maisnote, man riecht eine Zimtnote heraus. Und die Nelke, also diese Pumpkin Spice Gewürze mit dem Maismehl. Und ich finde ja, der hat einen leichten Hauch, also der geht ein bisschen in die Richtung vom Pumpkin Harvest von Country Candle. Also, ja, also der ist wirklich richtig, richtig schön. Pumpkin Cornbread, das ist ein sanfter, leckerer Foodie-Pumpkin-Duft mit einer Maisnote. Also den finde ich richtig schön. Also da kann ich mir vorstellen, dass mir der dann auch im warmen Zustand sehr gut gefallen wird. Und jetzt haben wir am Schluss die zwei Kerzen, die ich blind bestellt habe, da es die Clamshells eben noch nicht gab. Zum einen habe ich hier den Holly Tree. Das ist das Label mit einer Stechpalme, wie ihr sehen könnt. Das spielt jetzt ein bisschen. So sieht er aus, dunkelgrünes Wachs. Und da sagt die Beschreibung, süße Beeren der Stechpalme mit Zimt, Nelke und Vanille. Und aufgrund der Duftbeschreibung und vom Label. Also ich habe am Anfang ein bisschen gehofft, er würde in die Richtung gehen vom Yankee-Duft. Der heißt, glaube ich, auch Holly Tree, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auch der mit der Stechpalme oben. Aufgrund von der Duftbeschreibung wusste ich dann, könnte hinkommen, dass der ähnlich ist. Süße Beeren der Stechpalme mit Zimt, Nelke und Vanille. Ich habe es dann riskiert, ich dachte mir, der wird auf jeden Fall weihnachtlich riechen und der kann nicht schlecht sein. Also da riskiere ich es, dass ich gleich eine große Kerze nehme. Und ja, also ich hätte, glaube ich, hier auf jeden Fall das Clamshell abwarten sollen und hätte mir die Kerze eher ersparen sollen. So ehrlich bin ich, also na, das bereue ich jetzt ein bisschen. Also für mich ist der überhaupt nicht winterlich, nicht weihnachtlich. Ich rieche da auch fast nichts von der Duftbeschreibung heraus, weder eine Zimt, weder Nelke noch Vanille. Die saftigen Beeren, süßen Beeren der Stechpalme. Ich finde ihn ein bisschen sehr schräg, den Duft, muss ich ehrlich sagen. Er hat eine leichte Maggi-Note, also einen Anflug von Maggi, finde ich. Er geht ein bisschen in diese Richtung vom Apple and Pine Needles von Yankee Candle, den ich ja auch nicht unbedingt gemocht habe, also den mochte ich auch nicht. Und er erinnert mich jetzt ein bisschen an den einen Duft von Yankee. Ja,
Ich weiß nicht, was ich mit dem Glas mache, ob ich den gleich mal ausprobieren werde. Aber so vom Kaltduft, also hätte ich den als Clamshell gekauft, hätte ich mir die Kerze, glaube ich, eher sicher nicht mehr nachgeordert. Also muss ich ehrlich sagen, gerade die eine Kerze war ein Flop. Also da hätte ich eher alle Clamshells, die ich jetzt vorgestellt habe, eher als Kerze gekauft als den, muss ich ehrlich sagen. Und als letzte Kerze habe ich hier den Winter Wonderland. Der hatte so ein traumhaftes Label, da dachte ich mir, ich riskiere es, ich bestelle gleich die große Kerze, nur vom Label her. Und die Duftbeschreibung war auch vielversprechend. Die Winter Wonderland hat diese verschneite Waldlandschaft, die verschneiten Bäume. So kann man es besser sehen. Die verschneite Winterlandschaft, ein weißes Wachs. Also wirklich wunderschön vom Label her, also die gefällt mir echt gut. Kühle Winterluft, eisige Tanne und zugefrorene Seen mit einem Flüstern von Zitrusfrüchten, Zedernholz und Moschus. Das sagt die Duftbeschreibung. Und ich rieche hier auf jeden Fall eine Tannennote. Ich rieche die Moschusnote, also er wird ganz abgemildert durch die Moschusnote. Und es ist wirklich ein eisiger Schneeduft mit einem leichten zitrischen Einschlag und der Tannennote. Also ich würde fast sagen, er geht ein ganz, ganz leicht in die Richtung vom Winter Wonderland von Yankee Canyon. Also wie ihr seht schon, ich vergleiche dieses Mal sehr viel. Ich denke mir nämlich, den meisten von euch werden die Yankee Canyon Düfte ein Begriff sein. Dann seht ihr gleich ein bisschen die Tendenzen, in die es geht. Das sind natürlich nicht hundertprozentig immer die gleichen Düfte, aber ihr könnt euch mehr vorstellen, wenn ich sage, er geht in die Richtung von. Und der Winter Wonderland geht für mich in die Richtung vom Winter Wonderland von Yankee Canyon, ja genau. Und also ich finde, der ist schon ein bisschen ähnlich wie der Winter Wonderland von Yankee Canyon und den mag ich. Also das ist ein wirklich schöner Duft und da freue ich mich, dass ich es riskiert habe. Den anderen, den Holly Tree, den hätte ich mir eher sparen können. Und jetzt zum Schluss interessiert mich, habt ihr schon welche von den neuen Cheerful-Düften ausprobiert? Dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Oder falls nicht, interessieren euch welche von denen? Das könnt ihr mir auch sehr gerne schreiben. Da bin ich gespannt und ganz neugierig auf eure Nachrichten. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Baba!